Ja, danke, ich dich auch. Weißt du, was ich mir auch mal überlegt habe? Die ganzen Apple Oak Saplings, die. Wir können immer nur eins verarbeiten, entweder Apple oder Apples Oak Saplings. Ja. Wollen wir noch einen zweiten Crusher machen, was beide verarbeitet werden können? Okay. Ich mach den mal gerade, weil ich gerade eh nichts zu tun habe. Okay, nein. Nein, da. Ja. So. Quascha, wie lange ist es her? Steel Casing. Blub. Wir brauchen noch ein Circuit. Mach da mal ein. Ich glaube, das Ei ist wieder abgeschmiert. Hatte. Okay, du warst schon weg. Ja. Ja, ist wieder da. Ja, okay, hier hinten ist auch alles dran. Weiß ich, nehme mir noch einen Eimer raus und habe noch drei im Inventar. Genius! Ich bin heute echt wieder gut dabei. So, noch ein bisschen Bacon verknuspern. Factory Smelting, Enriching, Dark Crushing, die dritte. Okay, vier Circles. Haben wir. Ja, Zirkus. Ich sag jetzt, ich bin heute wieder richtig kalt drauf. Zwei Gold. Das. Butze, du bist so leise, rede mit uns. Ich muss meinen Launcher ans Laufen kriegen. Ich Macht habe den so hat. lange nicht mehr geupdatet. Das braucht all meine Konzentration. Sollen wir dich anfeuern? Ja, ich denke, ich schaff's auch ohne das. Okay. Boah, das erinnert mich jetzt wieder richtig an letztes Jahr. Da war ich mit ein paar Kumpels, war ich in einem Ferienlager. Quasi direkt um die Ecke ist eigentlich richtig kalt da. Und einer musste mal so richtig dringend aufs Klo. Bloß war in dem Moment geputzt, durfte er nicht rein. Ja, auf einmal, was passiert? Die ist gerade fertig geworden, der stürmt da rein. Was machen wir davon aus? Und wir feuern den da beim Scheißen richtig an. Das kam in dem Moment so geil rüber, aber auch irgendwie so voll widerlich. Ja. Weißt du Bisschen. eigentlich, wie ich Iridium Reinforced Plate hasse? Ja, das ist so ein Faktor, der so häufiger auf, glaube ich. Buddy, Guten join Tag. your Guten channel. Abend, Hallo. Baker. Wir sind gerade am Aufnehmen. Viel Spaß. Wenn wir haben. So, Redstone Energy Conduit. Bup. So. Ich muss es natürlich wieder ganz genau machen. Genau abgezählt. Und da joint der Baker auch schon. Bosch, Ja. ich brauche 8 Iridium Reinforced Plate. Ja, viel Spaß. Ja. Brauchst du Gunpowder? Weiß ich jetzt noch nicht. Da fällt mir jetzt gerade ein. Scheiße, haben wir gar keinen Gunpowder, kein Creeper in der Monster Farm. Müssen wir dringend mal machen, ne? Ja. Oh, jetzt kommen sie aber alle auf einmal.
Na, aber da habe ich jetzt jedenfalls für die Scheiße gemacht, egal. Okay, dann müssen jetzt eigentlich noch die Upgrades rein. Da waren hier, glaube ich, noch welche. Ja, hier sind Item und Energy, perfekt. Lass mich mal durchheizen. Ach, Baker. Bitte. Ja? Wenn ihr... in your channel timed out. Tschüss. Internet anscheinend. Oh. Wenn ihr irgendwann mal Cobblestone braucht, bitte kommt vorbei und nehmt sie uns ab. Ich hab's fett verkackt. Wieso? Was hast du denn gemacht? Sagen wir es so, du kennst ja unsere kleine Kobbelfabrik. Ja, kenn ich. Ich wollte heute Morgen noch so zwei, drei Igneo-Texturen da ranklatschen, was passiert. Ich mach Shift-Rechtsklick und auf einmal habe ich einen Stack Igneo-Texturen im Inventar. Oh. Oh. Ja. Also noch ein Crazy? Was? Ja. Wieso? Ah, hat sein Launcher gefickt? Ja, mein Launcher, ja. Er ist gerade mal wieder ein bisschen am Zicken. Auf Wiedersehen. Ja, ich muss wahrscheinlich auch gleich mal relocken, weil irgendwie mein AnyEye mag mich nicht. Aber gut, dem werden wir schon noch die Manieren beibringen. Ich habe wahrscheinlich wieder nur Connection Reset. Ich will es für dich hoffen. Aber langsam weiß ich auch echt nicht mehr weiter, was bei mir sein soll mit den Aufnahmen. Weil ich habe das ganze Wochenende wirklich mal durchgeguckt. Ich habe sogar teilweise Antivirus und also was noch komplett neu aufgesetzt. Mhm. Ich weiß nicht, warum ich nur so 20 FPS hatte. Am Anfang hatte ich ja immer stabile 60. Mhm. Ich weiß langsam echt nicht mehr, wo es ganz lang liegen könnte. Wenn ihr was von Mechanismen da habt, ne? Bitte die Kabel mal prüfen. Weil ich habe Mechanismen ja down upgegradet. Down upgegradet, auch ein lässiges Wort. Ja. Eigentlich war es ein Downgrade von der Versionsnummer, andererseits war es von den Patch Notes ein Upgrade. Nur, dass ein paar Sachen, die bei uns drin waren, wieder rausgeflogen sind, dafür andere Sachen gepatcht worden sind. Aber es sind mehr Sachen gepatcht worden, wie rausgeflogen sind. Deswegen eher ein Up wie ein Downgrade. Was sollen wir denn mal gucken, weil wir haben doch hier drei Elite Universal Cable. Einfach, wie viel die noch übertragen, oder? Nein, ob die überhaupt funktionieren. Funktionieren tun die. Nur darum geht's, ob die Maschinen funktionieren, ob die Kabel funktionieren, eure Energy Cubes passen. Also das schon. Weniger. Okay, na dann ist alles okay. Dann ist bis alles auf der, bis auf der Output. Der ist wenn komisch, also... Inwiefern ein, komisch? 51,6 MJ. Kann ich jetzt nicht schlecht mitreden, weil ich kaum Erfahrung damit habe. Ja, also es wurde vorher nie angezeigt. Okay. Also es wird jetzt mehr angezeigt, wie es war, oder wie? Ja. Okay, das ist okay. Mehr Anzeigen ist gut. Weil ich sehe gerade zum Beispiel beim Hydrogengenerator ist irgendwas weggefallen an Anzeige. Bei anderen ist es dann wieder da, was weiß ich. Was Street momentan letztens aufgefallen ist, bei Open Computers. Ja? Da funktioniert das mit der Energie im in dem Computer nicht unbedingt. Mhm. Ja, also, hat er den Server zum Absturz gebracht, wenn ich im Urlaub war dafür. Ja. jetzt geht ja wieder alles und bei uns hat er heute letztens einen Computer aufgestellt, der fährt bei uns das Feld ab. Und er ist bei einer Energieleistung von minus 48.000 oder so. Mhm. Und steigt weiter. Okay. Ja. Ich habe eine aktuelle oder eine aktualisierte Version eingespielt heute. Von daher weiß ich nicht so genau, ob das einen Unterschied macht. Nehmt ihr noch auf? Ja, ja, wir sind auch in der Aufnahme. Okay, alles klar. Also momentan hat hier der Roboter... Energy 100%, minus 15.537 von minus 15.536. Das ist schon sehr komisch. Aber wir, es ist als Beta markiert. Das muss man auch dazu sagen, ne? Also ja. Nicht allzu sehr wundern.
Und ich habe, wie gesagt, heute die aktualisierteste Version reingebracht. Und wenn da irgendwas Spezielles wäre, wir kennen ja den Autor. Kann man dir mal ein bisschen auf die Finger klopfen. Genau das. Schöne Sache, das. So, aber wie ich sehe, muss ich, glaube ich, meinen Client nochmal, also meinen Minecraft-Client nochmal neu starten. Oder mal reloggen. Ich probier's mal mit reloggen. Mal gucken. Aber du hast dich halt. Du hast dich aber heute auch ein bisschen erschrocken, ne? Wieso? Als ich ja anfing mit den Bienen und hier Kondomen. Verhütung. Ach so. Ja, mein. Wer so einen Quatsch hier erzählt, da braucht man sich doch nicht wundern, oder? Ach komm, dann müsstest du mich doch kennen. Ja, okay, stimmt auch wieder. Ja, aber jetzt mal im Ernst, das war ja auch ein bisschen übertrieben. Bis zu 3 Tage meine Sterne-Diatrobe fast voll. Ja, da kommt einiges dabei raus. Ich kenne Wurzelsmengen, die er dabei rauswirft. Ah, okay. Ein Relock hat nicht gereicht. Aber mittlerweile ist es ja glücklicherweise etwas schneller, das Stoppen und das Starten des Clients, ne? Stimmt, es sind nur noch, in Anführungszeichen, 6 Minuten. Genau. Und Gracie, wie lange dauert es bei dir jetzt? Anstatt 25 Minuten? 12. Hey, super, das ist gut. Das wäre jetzt irgendwie geil gekommen, wenn ich gedacht hätte, es ist 30 Minuten. Dafür dauert das Kicken, also wenn ich Connection Reset habe, wesentlich länger. Okay. Ah, das kann man verkraften. Okay, dann ist gut. Womit ich immer wieder Schwierigkeiten habe, das scheint aber tatsächlich ein bisschen merkwürdiges, nicht greifbares Phänomen zu sein, ist das Thema mit den Flüssigkeiten, dass die zum Teil falsch angezeigt werden. Beim Craften ist es das richtige Rezept, was man nehmen muss, aber angezeigt in NEI wird das falsche. Das ja, ist komisch. Das habe ich auch oft. Apropos Flüssigkeiten, jetzt wo du das sagst, jetzt weiß ich, was wir auch mal demnächst in Angriff nehmen könnten. Danke, dass du gerade mir ein Stichwort gegeben hast, Baker. Echt? Mhm. Scheiße. Was denn? So ein schönes E-Erweiterungsmodul, sag ich mal. Ja? Ja? Ich glaube, du weißt, was ich meine, ne? Hast du überhaupt keine Probleme mehr, weil nachdem wir dem Mod-Autor ein bisschen auf die Finger geklopft haben, dass er da was verbessern soll, er hatte es getan und danach hat es so gut funktioniert. Oh. Wow! Alter! Entschuldige mal gerade, wenn ich gerade ein bisschen lauter geworden bin. Weißt du, da denkst du gerade nichts Böses, ein bisschen mit dem E, denkst du, irgendwas hast du vergessen, gehst auf und auf einmal steht da so ein Crazy in dir. Ja. Hab ich mich gerade geschrocken. Na, Butzes Internetleitung scheint aber gerade ein Problem zu haben. Ah, ich glaube, das ist aber hier in der Gegend momentan wirklich schon so ein Volkssport. Weil momentan hörst du hier in der Gegend wirklich viel über die Internetprobleme. Also ja. Baker, bei den Crafting-Rezepten in NEI ja? ist auch manchmal eine Mechanismenmaschine dabei, die bei jedem Rezept was angezeigt wird. Ja, die Precision-Sommel. Ja. Das ist auch ein ganz toller Bug, den ich liebe. Ja. Das ist auch dieses Sommel, oder? Ja. Ja, Sommel, irgendwie so in die Richtung hieß die. Also wenn man nicht weiß, wie es geht, einfach in die Sommel schmeißen, klappt immer. Genau. Mhm. Logisch. Und es kommen immer Sticks raus, oder? Ja. Und Sawdust. Ja, super. Kannst du das vielleicht hier mal kurz verkabeln? Ja, klar. Und jetzt renne ich hier planlos rum. Ah ne, ich könnte mal kurz zu den Bienen gehen. Na, C3PO, wie geht's dir? Okay. Hast du irgendwo ein Kabel abgekappt? Nee. Bei den Bienen kommt gerade kein Strom mehr an. Warte. Ich habe da doch so eine Vermutung. Wenn ja, dann sorry. Ey, ich hab nix gemacht. Nein, ich hab nix gemacht. Es ist alles wie vorher. Okay, das Kabel ist nicht dran. Ah, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Drüben bei dem Dynamic Tank. Ja, das ist mein Fehler gewesen. Aha. Mhm. Oder nö, ich war das nicht.
Nein, nein, niemals. Ich nicht. Niemals, niemals. Ah. Nein, eher was. Habe ich gleich wieder. Ja, ja. Ey, dann bekommst du aber eine bessere Stromzufuhr, ne? Was hast du gemacht? Nichts. Ich bin gerade am überlegen, ob ich dir wieder einen runterhauen soll, aber ich warte lieber noch. Das sagen sie alle, ich habe nichts gemacht. So, nur noch drei Kantalbarren und dann haben wir da auch schon. Dann können der Blasfurnace komplett geupgradet werden. Boah, funktioniert wieder. Ja, ich schaue gleich nach, ich bin ganz faul. So, wenn wir dann alles hinter uns haben, können wir uns vielleicht jetzt auch mal bald Tungsten verarbeiten und können uns vielleicht sogar mal ein Jetpack bauen für den. Und so. Für die Power Armor. Ich bin gerade beim Energieproblem mal wieder lösen. Ja, ich glaube, wie gesagt, so ein Großteil von Energieproblemen kann man ja lösen, wenn man endlich mal hier die Baustelle fertig kriegen. Ja, bin ja noch am Arbeiten. Kabel verlegen und weiterem. Ich glaube, das sollten wir aber dann nicht so unbedingt an die CSU anschließen, oder? Das ist, glaube ich, keine so gute Idee, oder, Baker? Was soll eine gute Idee sein? Ein Dragon Egg Energy Siphon an die CSU anzuschließen. Ich habe keine Ahnung, was dabei mittlerweile rauskommt. Das Witzige dabei war, bei uns hat es immer in der Staffel hat es uns den, lass mich überlegen, wie ist das nochmal, ein Power Converter jedes Mal zerlegt. Und wir haben uns gewundert, warum. Ja, weil er von der vorherigen Version zu der neueren Version, die wir dann im Einsatz hatten, einfach die Ausgangsspannung erhöht hatte. Und dann hat es immer gleich das Ding zerlegt. Super. Müssen wir mal Changelogs lesen, ne? Aber mittlerweile gibt es 1024 EU pro Tick aus. Ja, genau, und das waren bei uns, glaube ich, 128, die wir da damals hatten in der ersten Ausführung. Okay, also keine gute Idee, gut zu wissen. Aber ich finde ja auch hier einige Rezepte von GregTech teilweise ein bisschen sehr lustig. Wenn ich jetzt hier mal so auf Dragon Egg schaue, aus einem Dragon Egg und 8 Nersasta, Sauli Planks of Zengir. Ja. Also da frage ich mich teilweise, was der für ein Kraut hier raus hat. Du musst es beim Energy Siphon, also beim Dragon Egg Energy Siphon, ein bisschen explizit sehen. Das ist so ein bisschen auch die Sichtweise, die Butze und ich haben. Wenn du das Ding einmal hingestellt hast, einmal fertig gecraftet hast, hast du unendlich viel Energie. Ja, und das ist mir reinstecken. Das ist mir bewusst, das ist schon ziemlich OP. Genau. Bloß sagen wir es so. Es ist schön, sowas mal hinzustellen. Und vor allem, erstmal so weit zu kommen, ich glaube, bis dahin muss ja auch über Energie keine Probleme mehr machen. Normalerweise nicht mehr, nein. Aber warte mal, lass mich überlegen, das ist doch eine MFSU, die du dafür verwenden könntest, oder? Als Energiepuffer. Schau ich mal. Oder MFE. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, weil da haben sie auch was geändert gehabt. Ist zwar schon ein bisschen her. Aber MFSU hat ein Output von 2048. Also damit wird es auf jeden Fall gehen. MFE. Output von 512. Nee, keine gute Idee. Dann MFSU. Alter, oder natürlich gleich. Ne, AESU ist logisch, ne? Ja. War ich sogar ernsthaft schon bei der Überlegung. Weil die haben ja schon eine hier stehen. Okay. Warum hast du es gerade das Rezept gelöscht? Ach, du warst ja noch dran. Sorry. Ja. Ich dachte, du wärst schon mit fertig gewesen. Nee. Ja, leider sorry. Das wusste ich noch nicht.